Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Schülerpraktika bei sächsischer Polizei. Enchilada spendiert Cocktails für Kinder und regionale Kunst für Reinsdorfer Kindereinrichtungen. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tagaktuell vom Donnerstag und wir beginnen diese Sendung natürlich mit der Bekanntgabe des Gewinners aus dem Globus Adventsrätsel von gestern. In diesem Falle ist es eine Gewinnerin, nämlich Yvonne Hillert aus Wilkau-Haslau. Sie haben gewonnen einen 50-Euro Einkaufsgutschein für den Globus. Ja, und das Rätsel geht jetzt in die nächste Runde. Auch heute haben wir wieder ein Bild für Sie vorbereitet und wollen von Ihnen wissen, was ist darauf zu sehen? Ist es A, die Globus-Waschstraße oder ist es B, die Buchabteilung im Globus Zwickau? Wenn Sie Bescheid wissen, naja, es ist noch etwas schwierig, aber es könnte ja immerhin sein. Wenn Sie wissen, was wir suchen, dann rufen Sie an, die 01378 984 984. Auch heute gibt es wieder einen 50-Euro Einkaufsgutschein zu gewinnen. Die sächsische Polizei bietet ab dem kommenden Jahr auch Praktikumsplätze für Schüler an. Bisher war das nicht möglich. In der Polizeidirektion Zwickau hat Landespolizeipräsident Rainer Kann heute die ersten 20 Interessenten begrüßt. Gleich zu Beginn machte er den Schülern deutlich, mit Alarm für Cobra 11 hat der Alltag bei der Polizei rein gar nichts zu tun. Aber er versprach den Jugendlichen auch, dass ein solches Praktikum sehr spannend und abwechslungsreich sein wird. Denn die jungen Leute sollen den Polizeiberuf genau kennenlernen. Also, uns geht es darum, die jungen Menschen ein wenig an die Inhalte und die Aufgaben des Polizeiberufes heranzuführen. Das geschieht jenseits der Theorie am besten dadurch, dass sie hier einen praktischen Einblick in die Arbeit der Polizei bekommen. Deshalb möchten wir den jungen Menschen, die sich für uns interessieren, Gelegenheit geben, auch dem ein oder anderen Kollegen oder der Kollegin über die Schulter zu schauen und einfach auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Was heißt es denn, wenn man eine Spur sichert? Die Praktika werden ab dem kommenden Jahr in allen 5 sächsischen Polizeidirektionen in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Görlitz angeboten. Und das hat auch für die Polizei selbst einen ganz praktischen Nutzen. Wir meinen, dass wir gerade in einer auch demografisch sich verändernden Bevölkerung sehr frühzeitig die jungen Menschen für uns begeistern sollten. Wir sind ja nicht alleine auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt viele andere, auch in der Wirtschaft. Und ich glaube, es ist klug, gerade die jungen Menschen für unseren Beruf zu interessieren und ich hoffe auch zu begeistern. Und da kann man nicht früh genug mit anfangen. Für die ersten 20 Interessenten aus dem Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium hatte die Polizei neben einer Besichtigung des Lagezentrums auch einige praktische Beispiele des Polizeialltags vorbereitet. Doch warum interessieren sich die jungen Leute eigentlich für einen solchen Beruf? Ja, ich finde die Polizeiarbeit sehr spannend. Ich habe mich dafür schon sehr lange interessiert, auch als Kind schon. Ein Freund von mir, sein Vater war auch Polizist und der hat das immer sehr spannend erzählt. Naja, also ich finde das alles sehr spannend, dass die da auch Fälle aufklären und so. Ich wollte auch einfach mal mitmachen und zu gucken, wie die so arbeiten, weil die beschützen ja auch Menschen und so. Naja, also ich wollte schon die ganze Zeit mal Polizistin werden und wollte mir das auch angucken, wenn ich einmal die Chance bekomme. Ich fand das auch schon immer interessant, dass, wie die das hier machen und so und wollte mir das mal angucken. Um ein solches Schülerpraktikum absolvieren zu können, ist es zunächst erforderlich, sich dafür bei der Polizei zu bewerben. Sämtliche Unterlagen dafür können seit heute von der Website der sächsischen Polizei heruntergeladen werden. Die Zwickauer Energieversorgung hat heute ihr neues Logo der Öffentlichkeit präsentiert. Entworfen wurde es von der Zwickauer Agentur Ölkonzept. Die ZEV will mit der Veränderung frischen Wind ins Unternehmen bringen. Unser Logo ist mittlerweile mehr als 10 Jahre alt. Das ist sehr einfarbig, in dem Blau-Grau gehalten. Es wirkt noch nicht mehr so modern und so frisch. Und wir wollen mit dem neuen Logo ein Zeichen setzen. Wir wollen die ZTV als regionalen Dienstleister
weiter bekannt machen. Wir wollen unsere Dienstleistungspalette insgesamt ausbauen. Und deshalb, denke ich, steht es uns gut, wenn wir das auch mit neuem Logo und mit einem neuen Konzept tun. Hier ist das Globus Adventsrätsel, der nächste Teil. Wir haben das Foto wieder ein klein wenig schärfer gestaltet und wollen von Ihnen wissen, was ist darauf zu erkennen. Suchen wir heute die Globus Waschstraße oder ist es B, die Buchabteilung? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an die 01378 984 984. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück. Werbung. Erinnern Sie sich noch an Süßes aus Ihrer Kinderzeit? Jetzt ist er auch in Zwickau. Fiba, der Nougat- und Marzipanhersteller aus Thüringen. In einer noch nie dagewesenen Vielfalt und in altbewährter Qualität. Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschen Straße 7. Jetzt zur Weihnachtszeit halten wir für unsere Kunden sowie für Firmen ein reichhaltiges Angebot an Nikolaus- und Weihnachtspräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir Ihre Geschenke zudem ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und arbeiten auch gern mitgebrachte Ware ein. Sie haben einen besonderen Anlass? Bei uns können Sie individuell beschriftete Pralinen und Edelschokoladen bestellen. Besondere Liköre runden unser Sortiment ab. Märchenhaft und romantisch. Freuen Sie sich auf die Zwickauer Schlossweihnacht. Erleben Sie kulinarische Köstlichkeiten, ein liebenswertes Kulturprogramm, die große Hofstube mit einer Kinderbackstube und erlesenen Spezialitäten sowie ein beheiztes Märchen- und Kinderzelt unter dem eindrucksvollen Lichterzauber von Schloss Osterstein. Vom 1. bis 4. Advent jeweils Freitag bis Sonntag. Infos und Programm unter zwickauerschlossweihnacht.de. Besuchen Sie uns. Fiba, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau auf der inneren Plauenschen Straße 7. Auch für den schönsten Tag in Ihrem Leben haben wir tolle Ideen. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun. Das hat sich auch in diesem Jahr das Enchilada in Zwickau wieder auf die Fahne geschrieben. Zum wiederholten Mal war die gesamte Grundschule aus Leubnitz zum Kindercocktailtrinken eingeladen. Nach ihrem Besuch im Gewandhaus kamen heute Vormittag 190 Schüler und Lehrer zum Enchilada, um so das Jahr 2013 ausklingen zu lassen. Bevor es aber ans Cocktailschlürfen ging, hatte der Schulchor noch eine kleine Überraschung. Mit traditionellen kleinen Weihnachtsliedern begeisterten sie sowohl Enchilada-Inhaber Steve Weichsel als auch zahlreiche Weihnachtsmarktbesucher. Die Tonanlage wurde dabei vom Nachtwerk Zwickau zur Verfügung gestellt. Oh, welch ein Luft, heut liegt was in der Luft.
Dann gab es für alle einen liebevoll zubereiteten Kindercocktail. Den Kindern war die Freude anzumerken. Und damit kommen wir zum nächsten Teil im Globus Adventsrätsel. Sie können auch heute wieder einen 50-Euro Einkaufsgutschein für den Globus gewinnen. Das heißt also, Sie machen aus 50 Cent, den der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet, wirklich stolze 50 Euro. Wir wollen von Ihnen eines wissen: Was ist auf diesem Bild abgebildet? Ja, jetzt ist es auf jeden Fall zu erkennen. Ist es A, die Globus-Waschstraße oder B, die Buchabteilung? Hier ist die Gewinnhotline 01378 984 984. Werbung. Sind auch Sie auf der Suche nach dem einzigartigen Weihnachtsbaum? Gerade gewachsen soll er sein, die richtige Größe muss er haben und natürlich frisch geschlagen soll er sein. Für all das gibt es eine Adresse: Meyers Weihnachtsbäume in Reinsdorf. Hier finden Sie eine Riesenauswahl an Weihnachtsbäumen und bezahlbar sind sie auch. Nordmann-Tannen und Blaufichten gibt's hier schon ab 15 Euro. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihren Baum auch selbst schlagen. Kommen Sie nach Reinsdorf. Am 23. November geht's los. Zufahrt über die Straße der Befreiung und dann den Bergweg hoch, genau gegenüber dem Pflegeheim, nähe Kirche. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Sie suchen nach dem außergewöhnlichen Geschenk für einen lieben Menschen? Dann verschenken Sie Urlaubsgefühl und Entspannung mitten im Herzen von Zwickau. Wellness, Massagen, Sauna und Kosmetik. Sie entscheiden, wir zaubern ein Geschenk daraus. Unser Gutschein-Express bringt Ihr Geschenk, wohin Sie möchten. Kostenlos und frei Haus. Schon morgen oder zum Wunschtermin bei Ihnen oder dem glücklichen Empfänger. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Radio Zwickau präsentiert den ersten FSV Zwickau Neujahrscup in der Stadthalle. Sonntag, 5. Januar. Das Hallenfußballspektakel zum Start ins neue Jahr. Mit dabei 1. FC Nürnberg 2, VfC Plauen, die Youngster von Dynamo Dresden, eine Westsachsen-Auswahl und natürlich der Gastgeber, unser FSV. Außerdem ein internationaler Erstligist. Tickets gibt es im FSV-Fanshop sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter fsv-zwickau.de. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit.
Gleich zwei Reinsdorfer Kindertagesstätten haben sich unter 41 Bewerbern für ein Kreativprojekt im Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgesetzt. Die Einrichtungen Zwergenhaus und Anne Frank zählten zu den insgesamt 7 Auserwählten. Im Projekt Jeder Kita ein Künstler arbeiten regionale Künstler mit den Kindern zusammen. Reinsdorfer Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren konnten ihre Kreativität in den vergangenen Wochen freien Lauf lassen. Im Rahmen des Projektes Jeder Kita ein Künstler erhielten die Einrichtungen Zwergenhaus und Anne Frank Zuschüsse. Mit dem Geld wurden sowohl das Material als auch die Künstler finanziert. Inhalt des Kreativprojektes war es, in Zusammenarbeit mit den Kindern 3 Angebote zu kreieren. Die Herangehensweise an diese Aufgabe war für jeden der Künstler völlig offen. Wir sind die Jahreszeiten durchgegangen. Wir sind sozusagen, erst haben wir gedacht, wir zeichnen Gegensätze, also groß, klein, und sind dann aber doch zu den Jahreszeiten übergegangen. Das kennen sie, die Kinder, da hatten sie viele gute eigene Ideen, und durch die Assoziationsketten ging es dann wirklich schön, das dann alles abzuarbeiten. Bei allem künstlerischen Wirken der Kinder stand neben der Förderung von Feinmotorik und Kreativität auch der Spaß im Vordergrund. Insgesamt ein gelungenes Projekt, bei dem auch die Künstler während der knapp 3-monatigen Arbeit einiges an Erfahrung mitnehmen konnten. Das war eigentlich eine sehr spannende Sache, weil ich vorher ja mit so kleinen Kindern eher wenig gearbeitet habe. Und dann noch das zu koordinieren, dass alle gemeinsam da an einem arbeiten und sich gegenseitig dann nicht behindern, sondern versuchen, dass das dann was Schönes rauskommt, das war schon sehr interessant zu sehen für mich. Die erfolgreiche Kooperation zwischen den Künstlern und den Tagesstätten soll im nächsten Jahr fortgeführt werden, worüber sich die Reinsdorfer Kinder wohl am meisten freuen werden. Und der nächste Teil im Globus Adventsrätsel kommt jetzt. Wir wollen von Ihnen nun schon seit einigen Wochen wissen, was ist auf dem Bild abgebildet. Ist natürlich jeden Tag ein anderes Bild. Und es ist verblüffend, wie zeitig manche schon anrufen. Wirklich schon beim ersten Teil. Ich persönlich sehe da wirklich nur Pixelhusten, wie man das so schön sagt, nur bunte Farben. Und das kriegen einige tatsächlich raus. Aber schauen Sie mal auf das Bild. Ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall zu erkennen. Suchen wir A, die Globus-Waschstraße, oder B, die Buchabteilung im Globus Zwickau? Wenn Sie Bescheid wissen, dann sagen Sie es uns. Hier ist die Gewinnhotline 01378 984 984. Wir gehen an eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück. Werbung. Tauchen Sie ein in eine wunderbare Welt der Märchen. Lassen Sie mit Hänsel und Gretel oder Froschkönig Erinnerungen an Ihre Kinderzeit wach werden. Märchenwelten, so heißt die diesjährige Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern. Erleben Sie auch eine liebevoll zusammengestellte Schau verschiedener weihnachtlicher Objekte, von Pyramiden bis hin zu Krippen. Auch altes Spielzeug und Modelleisenbahnen stimmen Sie ein auf die schönste Zeit des Jahres. Auf den Weihnachtsmarkt, fertig, los! Bunte Bühnenshows, der Weihnachtsmann und alles, was sonst noch dazugehört. Der Weihnachtsmarkt in der Zwickauer Innenstadt. Bis zum 23. Dezember täglich für Sie geöffnet. Und noch ein Grund mehr, durch die Zwickauer Innenstadt zu bummeln. Nicht vergessen, Märchenwelten. Die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern vom 27.11.2013 bis 5.01.2014. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Sie pur, wird die Kupfer, sie geht planen, Hawaii. I'm a crazy,
Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Willkommen beim Testsieger mit der Zweierkombi von Telekolumbus. Unsere Doppelflat bietet Ihnen Internet bis 128 Megabit und super günstiges Telefon. Doppelflat, doppelschnell, doppelgünstig. Und das alles schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Wir sind da. Liebe Sportmitglieder und liebe Sport- und Fitnessfreunde von Zwickau, Klarau und Merane, das gesamte Team des Sportparks wünscht euch allen ein gesinnliches und vor allem ein gesundes frohes Weihnachtsfest. Der Freitag verläuft eher trübe mit einzelnen Schauern und Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Dazu weht ein zum Teil starker Wind aus südlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Am Samstag lässt sich wieder öfter die Sonne blicken. Am Sonntag ist der Himmel meist bedeckt und es kann vereinzelt regnen. Der Montag beginnt freundlich, bevor am Nachmittag erneut Regenwolken nach Westsachsen ziehen. Es bleibt weiter mild. Wie macht man aus 50 Cent 50 Euro? Da muss man kein Zauberer sein, auch kein Betrüger. Nein, man muss nur eine Frage beantworten und ein klein wenig Glück haben. Schauen Sie mal, dieses Bild. Wir wollen von Ihnen wissen, was ist hier zu sehen? Ist es A, die Globus-Waschstraße oder ist es B, die Buchabteilung? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie unsere Gewinnhotline an 01378 984 984. Wir verlosen auch heute wieder einen 50-Euro Einkaufsgutschein. Ja, das war Tag aktuell vom Donnerstag. Morgen sehen wir uns wieder zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Bis dahin.
Television Zwickau.